Ja, ich bin heute in Bremen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe palästinensische Demonstration. Bevor ich Sie offiziell begrüße, möchte ich Ihnen erst einmal die Auflagen unserer heutigen Demonstration. Ja, die werden jetzt gerade die Auflagen vorlesen. Kennzeichen, Symbole oder Fahnen von Terrororganisationen einschließlich Terrororganisationen dürfen nicht gezeigt werden. Davon umfasst sind auch solche Kennzeichen, die Ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. Dies gilt insbesondere für Kennzeichen, Symbole oder Fahnen folgender Organisationen: Hamas, Volksfront zur Befreiung von Palästina, palästinensischer islamischer Dschihad, Hisbollah, Samidun. In Kennzeichen, Symbolen oder Fahnen sowie Äußerung oder Parolen in Schrift oder Wort oder Bild sind Inhalte verboten, die den aktuellen Angriff der Hamas auf Israel unterstützen oder billigen. Ja, wie gesagt, ich kann mich hier auf dem Chat nicht konzentrieren. Die Bevölkerung Israels, ich hoffe, ihr seid alle brav und schreibt kein Schild. Oder gegen sonstige nationale, rassische, möchte ich die erstmal kurz begrüßen. Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, herzlich willkommen zu dieser inspirierenden Demonstration, die unsere Einheit, unser Engagement für ein gerechtes Palästina symbolisiert. Es erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, euch alle hier zu sehen. Vereint in Solidarität und dem gemeinsamen Ruf nach Gerechtigkeit. Heute stehen wir nicht nur als Individuen, sondern als kollektive Stimme der Empörung über die Ungerechtigkeiten, die das palästinensische Volk seit vielen Jahren erleidet. Diese Demonstration ist nicht nur ein Akt der Unterstützung, sondern ein leidenschaftlicher Appell an die Welt, die Augen zu öffnen und sich für die Rechte und die Würde des palästinensischen Volkes einzusetzen. Wir sind hier auf diesen Straßen und Plätzen versammelt, um gegen die andauernde Besatzung, die Verletzung der Menschenrechte und das Leid unschuldiger Menschen zu protestieren. Unsere Anwesenheit hier ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht schweigen werden, wenn Unrecht geschieht. Und dass wir uns weigern, die Augen vor der Realität zu verschließen. Die heutige Demonstration ist Ausdruck unseres Engagements für das Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit des palästinensischen Volkes. Wir erheben unsere Stimme, um die Welt daran zu erinnern, dass Gerechtigkeit nicht selektiv sein darf und dass wir uns verpflichtet fühlen, für eine Welt einzutreten, in der alle Menschen in Würde leben können. Lassen wir heute nicht nur unsere Worte, sondern auch unsere Herzen sprechen. Diese Kundgebung ist eine Plattform des Friedens, der Liebe und der Einheit. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für eine gerechte Welt. Die heutige Demonstration wird von der palästinensischen Gemeinde Bremen veranstaltet und wird geleitet von Herrn Samir Aslan, dem Vorsitzenden der palästinensischen Gemeinde. Wir werden zunächst aufgrund der fortschreitenden Zeit zuerst mit dem Gebet, also vorher mit dem Gebetsruf starten, dann ein gemeinsames Gebet durchführen. Hierfür sind die Zelte angebracht. Ich würde Sie bitten. So, wir sind wieder online. Tekbir! 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 Wir dürfen unseren Marsch in wenigen Minuten starten. Die Polizei formiert sich noch einmal und dann werden wir den Marsch in wenigen Augenblicken starten. Ja, so wie es aussieht, geht's gleich los. Menschenrechte in Palästina!
So, nur mal zur Info, was hier so los ist.
Hallo. Alles gut? Alles okay? Ja. Free Palestine! Free Palestine!
Sind. Wir tragen keinen Hass in uns. Unsere Familien sterben und wir stehen trotzdem hier. Unsere Familien sind am Weglaufen. Wir können sie nicht erreichen. Wir wissen nicht, wer lebt und wer nicht lebt. Und wir stehen trotzdem hier und unser Herz ist rein und wir möchten für das Gute stehen. Wer für das Gute... Was haben diese Kinder mit dem Ei zu tun? Was haben diese Kinder euch getan? Warum stehen wir bedingungslos dazu, dass Kinder jeden Tag aufs Neue sterben? Alle 10 Minuten stirbt ein Kind. Womit haben die das verdient? In Palästina wurden in den letzten 40 Tagen mehr Krankenhäuser und Schulen zerstört, als Deutschland die letzten 10 Jahre gebaut hat. Kriegsgesetze werden gebrochen. Keine Nahrung, keine Medizin, gar nichts. Die Menschen kriegen nichts. Sie sind sich selber aufgedeckt. Deswegen alle zusammen. Alle sollen uns hören. Wir stehen zusammen. Egal ob Christen, egal ob Muslim, egal was ihr seid. Wir sind für Menschenrechte. Das heißt dann, Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza! Gaza ist der Nord! Hat kein Wasser und kein Brot! Hat kein Wasser und kein Brot! Olaf, Olaf, höre zu! Denn wir geben keine Ruhe! Freiheit und Palästina! Freiheit und Palästina! Freiheit von Gaza! Freiheit von Gaza! Freiheit von Gaza! Freiheit von Gaza! Augen auf, Augen auf! Augen auf, Augen auf! Augen auf, Augen auf! Augen auf, Augen auf! Unser Kinder gehen drauf! Unser Kinder gehen drauf! Unser Kinder gehen drauf! Unser Kinder gehen drauf! Freiheit von Palästina! Freiheit von Palästina! Freiheit von Gaza! Freiheit von Gaza! Mich kann das
Menschen in Palästina! Freiheit von Palästina! Freiheit von Gaza! Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen wiederholen. Wir sehen ja die ganze Parole. Politiker, macht die Augen auf. Ich bitte um gar nichts mehr. Macht eure Augen nicht auf. Öffnet eure Herzen. Guckt in den Spiegel. Ihr wisst, was richtig und falsch ist. Rennt ihr vor der Wahrheit weg oder akzeptiert ihr die Wahrheit? Wir möchten nicht mehr. Wir möchten Friede. Wir möchten, dass unsere Kinder nicht mehr sterben. Ich habe meine Rede. Wir stehen hier zusammen, damit das auch alle nochmal hören. Ich glaube, wir alle, die hier stehen, sind uns doch einig, dass das unfassbar schlimm ist, wenn Kinder sterben. Unschuldige Kinder. Was haben diese Kinder getan? Was haben diese Kinder und Frauen getan? Es gibt keine Windeln, kein Milch, keine Nahrung. Babys werden 3 Tage nach den Bombenangriffen unter Steinen gefunden. Die Krankenhäuser werden bombardiert, ununterbrochen. Die Kinder werden so operiert, ohne Narkose. Ohne Narkose. Wenn ihr alle Fieber habt, über 39 Grad, dann liegen wir 2 Wochen im Bett. Und diese Kinder sind ihrem Schicksal überlassen und werden ohne Narkose operiert. Die Mütter, die schwanger sind, müssen wegrennen die ganze Zeit. Eine Mutter, die 9 Monate ihr Kind im Bauch gehalten hat, muss wegrennen und Angst haben, dass ihr Kind stirbt, weil sie hat keine Angst zu sterben, weil Gott ist mit mir. Wir möchten nur Frieden. Ich weiß nicht, wo meine Tante ist. Ich weiß nicht, wo mein Onkel ist. Wir können sie nicht kontaktieren. Ich weiß nicht, ob mein Neffe Babymilch hat oder ob sie Windeln haben. Die Grenzen sind zu. Die Kommunikation ist weg. Wir können nichts tun. Aber trotzdem gehen wir auf die Straße und kämpfen für die Menschen. Kirchen werden bombardiert. Schulen und sogar Kindergärten. Kleine Kinder, die das 1+1 nicht kennen, rennen vor Bomben weg. Ich finde das nicht fair. Ich finde das alles nicht fair. Wir sind an gar nichts schuld. Die Kinder haben euch nichts getan. Die Kinder haben nichts getan. Seit 5 Wochen. Die Demo soll friedlich sein. Die Demo soll keine Parolen haben, die Juden. Wir sind keine Judenhasser. Seit 5 Wochen machen wir Demos. Uns ist nicht zu Schulden kommen lassen, weil wir Frieden im Herzen haben. Weil wir keinen Hass in uns tragen. Wir kennen keinen Hass. Wir sind gegen Ungerechtigkeit. Und das verbindet uns hier alle. Wir sind alle hier, weil wir die Ungerechtigkeit hassen und für sie einstehen. Und weil wir eine Meinung haben. Und wer eine Meinung hat, der steht zu seiner Meinung. Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza! Auf die furchtbaren Auswirkungen der israelischen Bodenoffensive schauen, waren selbst der amerikanische Präsident neuerdings davor. Man merke, der amerikanische Präsident, dass der Siedlungsterror gestoppt werden muss und dass der Gazastreifen seit über 10 Jahren quasi von allen Seiten abgeriegelt ist. Die Kinder, die Jugendlichen haben in diesen 15 Jahren, seitdem sie groß geworden sind, nichts anderes erlebt als Krieg und Soldaten. Und schon vor 15 Jahren warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass ohne grundlegende Veränderung des Gazastreifens ab 2020 eigentlich schon kaum noch ein menschwürdiges Bewohnbar sein wird. Das alles legitimiert, sagen wir nicht, die Gewalttaten vom 7.10. Aber das, was jetzt durch die Bombardement der israelischen Streitkräfte geschieht,
sprengt jede Vorstellungskraft und missachtet die Grundprinzipien des humanitären Völkers. Keine Partei, kein Staat steht über dem humanitären Völkerrecht, hat der Generalsekretär der UN Guterres gesagt. Der Albtraum in Gaza ist mehr als eine humanitäre Krise. Das ist eine Krise der Menschlichkeit. Die Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte und die von Dionen, die verheerenden Bombardierungen treffen sie Liften, Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Moscheen, Kirchen, UN-Einrichtungen ohne Unterschied. Gaza mutiert zu einem Kinderfriedhof, wie Guterres gesagt hat. In den letzten Wochen sind mehr als 12.000, wahrscheinlich inzwischen noch mehr, Palästinenser getötet, darunter überall 4.400 Kinder und Jugendliche sowie Frauen. Es sind 30.000 Menschen verletzt worden. Viele Menschen liegen noch unter den Trümmern. Es sind in diesem Zeitraum mehr als 100 Journalisten getötet worden. Mehr als in jedem anderen Krieg der letzten drei Jahrzehnte. Es wurden mit über 120 mehr Mitarbeitern von Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen getötet. Mehr als in jedem anderen vergleichbaren Zeitraum in der Geschichte der UNO. Und jetzt kündigt die israelische Armee noch an, dass sie auch im Süden den Gazastreifen noch mit kriegerischen Maßnahmen überziehen will. Die jetzt heute beschlossene Ruhe von vier Tagen macht da eigentlich gar nichts. Es zeigte sich also ab, das war schon im öffentlich gewordenen Strategiepapier der Berater der Regierung Netanyahu öffentlich formuliert wurde, dass man am besten den ganzen Gazastreifen entvölkert, sprich eine neue Nakba organisiert und die Restbevölkerung auch auf den Sinai oder andere Länder vertreibt. Da die Versorgungsprobleme immer schwerer werden, zunächst gar nichts an Hilfsmittel wie Lebensmittel, Treibstoff, bis auch einige wenige LKWs reinkommen in den Gazastreifen und nur auf Druck der UNO jetzt etwas besser wird. Die Menschen werden nicht nur von Bomben getötet, sie sterben auch an mangelnder Versorgung und an Krankheiten, die nicht mehr behandelt werden können und in den Abwässern der Straßen. Ohne Treibstoff sterben neugeborene Babys in den Brutkästen und Patienten, die lebenserhaltende Maßnahmen nicht halten können. Deswegen fordern wir mit den Vertretern der UN einen sofortigen Waffenstillstand, und zwar jetzt und nicht nur für vier Tage. Einhaltung der Prinzipien des Völkerrechts und zwar jetzt. Kann ich hier mal ganz kurz drauf? Ich wollte mal einen Film, danke. Und zwar jetzt, um jeden Zustand, Zugang zur Versorgung aller benötigten Menschen, egal und jetzt. Das größte Krankenhaus, das Al-Shifa-Hospital, die WHO hat das eine Todeszone genannt, beim Kurzbesuch, muss jetzt in Betrieb einstellen, ebenso wie die meisten insgesamt 36 Hospitäler im Gazastreifen. Eine solche Kriegsführung, die von der Tendenz der Zivilbevölkerung an ihrer Lebensdauer aufwendig macht, verletzt massiv das massive Völkerrecht. Lange hieß es in den Medien und Politik, insbesondere in Sprechblasen, die israelische Botschafter, wer ja aber sagt, der verteidigt die Taten vom 7.10. Das hat bei vielen in der deutschen Politik im Menschenleben verfangen. Bei uns nicht. Wir sagen, ohne die Taten vom 7.10. zu beeinflussen oder gar zu verschweigen, müssen wir trotzdem oder gerade deshalb auf 75 Jahre völkerrechtswidrige Besatzung der Westbank, die 15 Jahre dauernde eingehende Abwicklung des Gazastreifens hinweisen und auf die Tatsache, dass viele Jugendliche in ihrem Leben bislang nur drei Kriege, wie ich vorhin schon sagte, und keinerlei Freiheiten erlebt haben, nur Soldaten gesehen haben. Und alle Versuche von Friedensverhandlungen zum Scheitern gebracht worden sind und einige Minister der israelischen Regierung sogar offen fordern, das Westjordanland ganz zu annektieren und sogar leugnen, dass es Palästina überhaupt gibt. Und wenn man, ganz sicher darf man auch aus dem Parteiprogramm der Linken zitieren, da steht, between the sea and the Jordan, there will only be the Israel only. Das heißt, wenn ein Jugendlicher von euch oder irgendjemand hier zitieren würde, den Spruch, der hier eigentlich nicht gesagt werden darf, ich sage es aber trotzdem, vom See bis zum Jordan. Genau das hat im Programm der Likud schon drin gestanden und steht da immer noch drin. Und ihr erinnert euch vielleicht, vor nicht allzu langer Zeit, vor drei Monaten, hat der Präsident Israels in der UNO-Vollversammlung ein Schild hochgestanden. Da war nichts mehr zu sehen von Palästina, da waren sogar Teile von Jordanien nicht mehr da draußen. Das war eigentlich alles nur noch Israel. Und zum Abschluss noch einmal. Sicherheit, Stabilität und Frieden in der Region im Nahen Osten können wir nur durch Gerechtigkeit,
Freiheit und Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes erreicht werden. Es gibt keine militärische Lösung für diese jahrzehntelange, vielschichtige und komplexe Situation zwischen Palästinensern und Israelis. Nur ein Ende der völkerrechtswidrigen Besatzung und eine gerechte Lösung für die Palästinenser wird eine nachhaltige Freiheit ermöglichen. Zunächst aber ist ein sofortiger Waffenstillstand, den ich vorhin schon anmerkte, zu organisieren und das Töten von Kindern, Frauen, Eltern und Bürgern, die keine Fluchtmöglichkeit mehr haben, zu beenden. Wir fordern auch die Freilassung von Geiseln. Dann sollte, um eine nachhaltige Lösung für Frieden und Selbstbestimmung zu finden, endgültig Friedensverhandlungen beginnen, organisiert und orchestriert von einflussreichen Nationen. Selbst der chinesische Präsident Xi hat anfangs der Woche von einer Konferenz der BRICS-Staaten eine sofortige Waffenruhe gefordert und eine dauernde, eine internationale Friedenskonferenz für eine baldige Lösung der Palästina-Frage. Eine gerechte, umfassende und nachhaltige muss es sein. Ich zitiere das wörtlich. Also, die völkerrechtswidrige Besatzung muss ein Ende haben. Beide Seiten müssen Feinde als Menschen erkennen. Für Israels Sicherheit ist die Hoffnung für die Palästinenser notwendig. Ohne eine gerechte Lösung für das palästinensische Volk wird es im Nahen Osten nie Frieden geben. Das müssen alle begreifen. Vielen Dank. Freiheit von Palästina! Freiheit von Palästina! Freiheit von Gaza! Freiheit von Gaza! Vielen Dank an Herrn Grieche. Meine lieben Freunde, liebe Gleichgesinnten. In den letzten Wochen waren wir ständig den Nachrichten aus Palästina und insbesondere dem Gazastreifen ausgesetzt. Als gebürtiger Bremer hat sich bei mir aber ein Satz eingeprägt, den ich immer wieder gehört habe. Der Gazastreifen ist ungefähr so groß wie Bremen. Dieser Satz beschäftigte mich etwas mehr als er sollte. Und das nicht nur, weil Bremen im Fernsehen erwähnt wurde. Mit der Zeit schlich sich folgender Gedanke in meinem Kopf. Was wäre, wenn Bremen nicht nur die Größe des Gazastreifens hätte, sondern Bremen der Gazastreifen wäre? Also habe ich mich hingesetzt und meine Gedanken zu Papier gebracht. Diese Gedanken möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich hoffe, dass ich Ihnen herbringen kann, was die Menschen im Gazastreifen erleben. Das Leid und die Zerstörung, denen die Menschen tagtäglich ausgesetzt sind für uns oft nur wahr abstrakte Vorstellungen. Wir spüren das Leid, aber können wir es auch tatsächlich verstehen? Wenn Bremen der Gazastreifen wäre. In den heruntergekommenen Straßen von Bremen stehe ich und blicke auf das, was einst meine Heimat war. Die Stadt Bremen. Die Stadt der Stadtmusikanten, die Stadt an der prächtigen Weser, all das ist verblasst. Die Stille wird nur durch das leise Wispern der verwehten Erinnerungen gebrochen. Der Verlust meiner Familie lastet schwer auf meinen Schultern. Und jede Ecke dieser einst blühenden Stadt erinnert mich schmerzlich an das, was nicht mehr ist. In meinem Herzen trage ich keine Angst mehr. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich durchstreifte die Überreste des Schnurs, einem Ort, der einst von farbenfrohen Fachwerkhäusern und lebhaften Gassen geprägt war. Jetzt ist das, was davon übrig ist, von Staub und Ruine überzogen. Die Straßen, die einst vom Lachen der Touristen erfüllt waren, sind nun von der Grausamkeit des Krieges belastet. Jeder Schritt durch diese Trümmerlandschaft fühlt an wie ein Gang durch die Ruinen meiner eigenen Vergangenheit. Auf dem Weg in den vermeintlich sicheren Bremer